Hallo und herzlich willkommen zu Immobilienprofi TV. Das sind unsere Themen. Die Sprengnetter Immobilienbewertung im Porträt, Dienstleistungsmarketing mit Thomas Scheuer und Makeln 21, das Konzept von Dr. Jochen Sommer. Seit 30 Jahren ist das Unternehmen Sprengnetter im Bereich Immobilienbewertung nicht mehr wegzudenken. Und selbstverständlich war Sprengnetter auch auf dem Meeting 2010 vertreten. Lieber Herr Kamp, wir freuen uns sehr, dass Sie heute auf dem Immobilienprofi-Meeting in Köln sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns Ihr Produkt von Sprengnetter mal erklären würden. Auch das Haus Sprengnetter sagt vielen Dank, dass wir teilnehmen konnten. Ja, das, ich glaube, was Sprengnetter anbietet und was wir vertreiben, dürfte vielen bekannt sein. Wir sind ein Gesamtanbieter für den Bereich der Immobilienbewertung. Von der Ausbildung her über die Software, den Fachverlag, die Marktforschungsabteilung bis zur Zertifizierung der Sachverständigen. Was wir heute ganz besonders unseren Kunden oder auch ihren Kunden mitteilen möchten bzw. vorstellen wollen, ist unser neuer Online-Bewertungsservice. Das heißt, dass ein Kunde innerhalb von 2-3 Minuten eine komplette Werteinschätzung durchführen kann aufgrund von 15 Immobilien, Fakten, Immobilienwerten zum Bewertungsobjekt, sodass man dann mit dem Kunden ins Detail halt gehen kann für den Vertrieb, für den Weiterverkauf der Immobilie. Und wie gut hat Ihnen die heutige Veranstaltung gefallen? Wie auch im letzten Jahr hatten wir super Gesprächskontakte, Gesprächspartner. Natürlich sind wir bekannt, auch über den Immobilienprofi natürlich, sehr viele Bestandskunden, aber auch sehr viele aktuelle und wirklich wichtige Neukontakte. Nach wie vor ist das Farming in der Branche ein großes Thema. Doch welche Grundlagen stecken eigentlich dahinter? Die Antwort kennt Thomas Scheuer. Er ist Spezialist auf dem Gebiet Dienstleistungsmarketing. Die Dienstleistung hat drei wesentliche Eigenschaften. Die erste Eigenschaft ist die Immaterialität. Das heißt, die Dienstleistung selbst ist nicht greifbar. Ich habe nichts abzubilden als Dienstleister. Wenn ich ein Produkt habe, dann kann ich das Produkt vorzeigen. Ich kann dem Kunden zeigen, guck mal, das ist die Krawatte. Und wenn sie Ihnen gefällt, dann kann ich Ihnen morgen eine ganze Palette davon liefern. Ich weiß jetzt schon, wie sie aussieht. Richtig. Ja. Ich kann sie anfassen. Ich habe ein Gefühl. Ich kann sie begutachten. Ich kann sie bewerten. Das alles kann ich bei einer Dienstleistung nicht. Ja. Also die Immaterialität ist ein ganz wesentliches Problem in Anführungsstrichen. Die zweite Eigenschaft ist die Individualität. Das heißt, eine Dienstleistung wird nie zweimal identisch erbracht werden können. Selbst nicht vom gleichen Dienstleister. Es geht um andere Objekte, es geht um andere Kunden, es geht um andere Prozesse, die stattfinden. Der Kunde sieht die eigentliche Dienstleistung im Vorfeld nicht. Er wird also automatisch das, was er heute und jetzt sieht und feststellen kann, projizieren auf die spätere Leistungsqualität. Das heißt, präsentiert der Makler sich hochwertig, professionell, in der Außendarstellung, auch als Person, dann geht er automatisch davon aus, weil er gar keine anderen Faktoren heranziehen der kann. Der Auftraggeber. Weil er gar keine anderen Faktoren heranziehen kann als Qualitätsmerkmal, geht er automatisch davon aus, die Dienstleistung wird ebenso professionell sein. Ja. Präsentiert er sich eher unprofessionell, geht er natürlich davon aus, die Leistung wird auch unprofessionell sein. Ihr erstes Seminar mit Maklern steht ja morgen erst bevor. Was würden Sie denn gerne erreichen mit den Kollegen? Ich möchte gerne erreichen, dass die Makler sich selbst reflektieren und überlegen, was kann ich tun, um beim Kunden besser zu wirken, beziehungsweise auch klarer und differenzierter zu wirken. Das heißt, wenn ich mir als Endkunde oder als potenzieller Auftraggeber Makler ansehe, dann habe ich im Moment das Gefühl, sie sind zu wenig differenziert. Sie sind austauschbar, wenn man es böse formulieren möchte. Und ich denke, es muss ein klarer Weg dahin sein, dass ein Makler erkennt, wie setze ich mich gegenüber meinen Hunderten und Tausenden von Mitbewerbern ab? Was schaffe ich an Mehrwerten für meine Kunden? Wie kann ich das am besten vermarkten? Und wie kann ich mich so positionieren, dass ich nicht rudern muss ohne Ende, sondern dass Kunden freiwillig zu mir kommen. Makeln 21, gestern, heute und morgen, lautete der Vortrag von Dr. Jochen Sommer beim letzten Immobilienprofi-Meeting. Wir zeigen Ihnen jetzt den zweiten Teil seines Vortrags. Das Erste, was halt immer wichtig ist, wenn man sich mit Führung beschäftigt, ist der Begriff der Rolle. Ich habe das schon so oft gesagt, ein Mitarbeiter, der eine Rolle ausfüllt, ist keiner, der eine Stelle besetzt. Eine Stelle ist etwas Physikalisches. Sie sagen, ich habe eine Stelle zu besetzen, dann stellen Sie einen Mann ein.
Eine Rolle ist eine Verantwortung im Unternehmen. Hier sind Beispiele. Sie sehen zum Beispiel hier Vertriebsleitung. Erreichen der vorgegebenen Umsatzziele durch das Verkaufsteam, ich habe es unterstrichen, also nicht selber, und Umsetzung der Verkaufsstrategie. Das ist eine Verantwortung. Wenn also jetzt jemand von Ihnen Vertriebsleiter in einem Unternehmen wird, und das ist eine Stelle, die man relativ häufig implementiert, und man sagt, ich habe die Rolle Vertriebsleitung, dann muss man sich auf das Verkaufsteam fokussieren. Wenn jemand sagt, ich habe die Stelle Vertriebsleitung plus Verkauf, also in meiner Stelle sind zwei Rollen integriert, dann muss er sich zusätzlich auch noch mit seinen individuellen Umsatzzielen auseinandersetzen. Und da gibt es häufig ein Problem, denn das widerspricht sich. Ich werde Ihnen nachher nochmal zeigen, warum. So, hier sieht man nochmal, die Stelle kombiniert eine oder mehrere Rollen. Also nochmal ganz, ganz wichtig, was ist der Unterschied? Jemand, der eine Rolle versteht, übernimmt Verantwortung. Und das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn der Vertriebsleiter seine Umsatzziele nicht erreicht, dann ist er schuld. Ganz einfach. Dann ist er zuständig. Und die Assistenz zum Beispiel, das ist so eine meiner Lieblingsrollen, vollständige Entlastung des Geschäftsführers oder halt der zuständigen Chefposition,